Schnee, verschneite Tannen, ein heimeliges Höckli, eine fantastische Aussicht, der ideale Ort, um seine Batterien aufzuladen oder sich auch vierbeinigen Energiebündeln zu widmen. Nicht so aber an diesem Ort, oberhalb von Appenzell. Hier gründete die Familie Wieser am Küchentisch 1999 die Vion. Wieso? Weil Vater Paul, ein langjähriger Kadermitarbeiter in der Uhrenindustrie, diese Vision hatte, Klein- und Kleinstakkus für medizinische Geräte herzustellen. Und auch heute noch, mittlerweile als Weltmarktführer, werden neue, spannungsgeladene Projekte und Pläne hier oben im Familienkreis erörtert und geplant. Wie damals, als das Labor im Keller war und Kunden über Waldwege und Skipisten hier anreisten. Hier oben hoch über Appenzell haben wir vor 16 Jahren unsere Firma gegründet. Im Keller in der Labor haben wir die Produkte angefangen. Wir sind von den meisten Leuten, eigentlich, die haben nicht daran geglaubt. Wir sind belächelt worden. In der Zwischenzeit sind unsere weltweiten Kunden immer wieder darauf gekommen. Und die meisten schwärmen davon, wenn wir sagen, wir gehen wieder mal auf die Webern rauf, dort, wo alles angefangen hat. Und heute sind wir hier, Weltmarktführer für kundenspezifische, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien für Cochlear-Implantate. Mittlerweile haben wir auch mehr als 90 Mitarbeiter. Weil wir auch immer sehr viel investieren in neue Entwicklungen, haben wir etwas Neues in der Pipeline. Das ist auch der Grund, wieso wir diesen Sommer einen Neubau machen. Ein Hidden Champion sei Vion, deshalb wohl die Tarnanzüge. Die Familie Wieser hat allen Grund, stolz zu sein. Vom Start-up in der Garage zur Nummer 1. Am Wickel packte Vion die marktüblichen Stahl- oder Alu-Akkus für Hörgeräte und entwickelte mit ihren eigenen Batterien maximale Energie auf minimalem Raum. Qualität und Zuverlässigkeit arbeiten Hand in Hand. Und Vion verfügt über viele Patente und Errungenschaften in Kunststofftechnik und Chemie. Pro Jahr werden 250.000 Stück Lithium-Ionen-Batterien in unterschiedlichsten Formen und Kapazitäten hergestellt. Kundenwünsche à la Vion, was ihr wollt. Die Mini-Energiespeicher haben eine Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren, also eher gehen die Geräte kaputt, als die Batterie ersetzt werden muss. Roboter wurden speziell für Vion entwickelt und stehen mit ihrem Fleiß für die Batterien unter Strom. Oder hier sehen Sie den FIFO und das Batterieli. Rasterelektronenmikroskope und Computertomographen sorgen dafür, dass die großen Kundengelder aber keine Minischrauben locker sitzen. Das einzige Problem bei Vion liegt hier oder eben nicht. Keine gestapelte Energiedichte in diesem Niedrigregallager, weil es sich schneller entlädt als wieder auflädt. Aber das passt ja zum Erfolg der Vion-Batterien. Maximale Energie, aber minimaler Raum. Wird Ampere Wieser den Prix SVC nach Appenzell voltigieren? Falls nicht, entladen sich über den Jurymitgliedern nicht nur die Batterien.